Moin moin und heidi ho ihr Lieben, willkommen zurück bei Edna bricht aus. Wir sind beim letzten Mal siegreich über König Adrian gewesen, sind jetzt der König des Aufenthaltsraums und ja, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen endlich den Generalschlüssel machen. Und ihr erinnert euch eventuell, was uns der Schlüsselmeister alles gesagt hat, was wir brauchen. Wir können natürlich nicht den Originalschlüssel nehmen, weil Blase zu sehr auf den aufpasst. Aber wir können eine Replik machen und für die Replik brauchen wir Lehm. Lehm kriegen wir von dem Buddelheini im Keller. Der hat aber keinen Löffel mehr. In der Besteckschublade gibt es auch keine Löffel mehr. Problem. Aber wir wissen, wo ein Superlöffel ist. Nämlich, genau. In der Bar. So, jetzt ist es nun mal so, dass der Barmann diesen Löffel nicht hergeben möchte. Na, können wir hier mal machen. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. So, und wir hatten ja letzte Folge... Aber vorletzte war es, glaube ich. Zumindest habe ich ja auch die Unterschrift des Barmanns gefälscht. Das nutze ich jetzt, um ein... hier was auf die Karte zu schreiben. Was soll ich schreiben? Biggidi Baggidi Bu. Okay. Kann ich mir auch nochmal die Komplettlösung aufschreiben lassen? Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Das kommt jetzt tatsächlich daher, weil ich das ja nochmal spielen musste wegen dieser scheiß Störungen. Gucken wir mal, jetzt ist ja die Barmanns-Unterschrift. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einmal die Komplettlösung bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Okay, gut, so viel dazu. Erst einmal, seit wann gehört gehacktes in... oder Hackfleisch besser gesagt, in einen Drink? Und was möchte er hier schießen, das dann da reinkommt? Und er hockt hinter der Bar, aber okay, gut. Wir nehmen jetzt mal den Löffel mit. So, dann geht es mal wieder. Überraschung. Zum Wäschelüftsystem. Oh, hier habe ich ja noch gar nicht alles vollgekritzelt. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Ups. Absicht. So. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Ach ja, Inventar. Ich kann auch mal mit dem Löffel reden. Das soll ein Löffel sein? Der beste im ganzen Geräteshoppen. Da kommt der nächste Ausgang. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Entschuldigung. Ah, hier muss ich ja auch noch schmieren. Oh, ich komme gar nicht hinterher mit meinen Verwüstungen. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Der Wäschelift. Hm.
So. Okay, ja. War gerade wieder ein Absturz, deswegen das kleine Ruckeln. Was wollte ich? Genau, ich wollte in den Keller. So. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Hier können wir auch noch Neues schreiben. So, dann einmal nach oben. Du. So, dann wollen wir mal diesem Buddler-Typen die Schaufel geben. Hallo? Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Was gibt es? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist ein Löffel. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Was soll es? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. So, und jetzt muss natürlich ein bisschen Zeit vergehen. Sprich, wir klettern einmal hoch und wieder runter. Und guck mal, da liegt ein Erdhaufen. Und natürlich müssen wir mit der reden. Sag mal einen Ton. Dur oder Moll? Moll. Mollton. War eigentlich mit der Medaille geredet? Ich glaube nicht, ne? Diese Münze ist offenbar für ein viel größeres Münztelefon. Nur ein Meister der Bekloppten darf. Interessant. Das, was da geschrieben steht, hat nicht mit dem übereingestimmt, was sie gesagt hat. Faszinierend. Egal. Wir brauchen jetzt einen Abdruck auf jeden Fall. Und dazu müssen wir erstmal nach oben gehen. Wir müssen nämlich Blase ärgern gehen. Ihr erinnert euch, der arme Blase, den wir so schön mit unseren ganzen Wasseranekdoten etwas gequält haben, den müssen wir jetzt wieder quälen. So, was nämlich das Fiese bei diesem Rätsel ist. Ich hatte das, glaube ich, in der dritten Folge müsste das gewesen sein. Hier musst du pinkeln, war das. Da hatte Blase ja gesagt, oh, ich kann ja noch mehr schreiben. Blase hatte gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er manchmal hier in den ganzen Bildern schon Buchstaben sieht. Und genau das ist es letzten Endes, was ihn aufs Klo treibt. Das wird nämlich ein W. C. Also. Wenn ich mir das anschaue, müssen wir tatsächlich nur in einem Raum Licht an und in einem anderen Raum Licht ausmachen. Das hier zum Beispiel, das ist vom Wäscheliftsystem, wo wir rauskommen. Und das hier ist die Bar. Da müssen wir auch das Licht ausmachen. Und dann werden wir gucken, was passiert. Aber erstmal muss ich hier meine Verunstaltung noch fertig machen. Sieht hier noch alles viel zu ordentlich aus. Das geht so nicht. Ketchup mit Pflanze. So, genau. Also wir müssen nochmal zur Bar und wir müssen dahin. Also dreimal dürft ihr raten, wo wir wieder hin dürfen. Wir dürfen zurücklaufen ins Wäscheliftsystem. Juhu! Mann, was bin ich froh, wenn wir den Generalschlüssel haben und wir diese ganzen Gitter aufmachen können. Müssen wir nicht mehr immer mit dem Wäschelift fahren. Übrigens, ich finde es auch interessant, also der gute Blase schaut zwar die ganze Zeit auf die Monitore, aber er scheint dabei nicht so
aufmerksam zu sein, weil ich meine, Edna rennt hier die ganze Zeit total offen rum. Ihr habt gesehen, wo überall Monitore sind. Und es scheint ihn überhaupt nicht zu stören. Also, wenn er ein guter Wachmann wäre... Das sieht gefährlich aus. Egal. Ach ja, ich muss ja noch in der Bar Licht anmachen. Dann machen wir das als erstes. Also wenn er ein guter Wachmann wäre, dann würde er da kommt der nächste Ausgang. Einen Ton sagen. So, ey Leute, die Edna rennt da rum und macht hier die ganze Zeit Chaos und keine Ahnung was. Aber nö, Edna rennt hier total frei und ungeniert durch die Gegend. Also, ich weiß nicht. Es sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Insassen hier. Man sollte meinen, dass diese Handvoll Insassen beim Personal bekannt sind. Oder? Irre ich mich? Das denke ich mir so. Egal. Da kommt der nächste Ausgang. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. So viel zu der starken Blase. Dann wollen wir mal weiter. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Auf zur Blase. Du, 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 du. Wir holen uns jetzt den Schlüssel. Wir holen uns jetzt den Schlüssel. Schlüssel. Find's übrigens schön, dass auch auf den Toiletten eine Überwachungskamera ist. Ich meine, gut, ich weiß ja nicht, was so... Oh nein, die Pflanze ist ja noch ganz sauber. Nein, das darf nicht sein. Das müssen wir ändern. Eine viel zu saubere Pflanze. Nein. Kann ich die auch noch umhauen? Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ah, okay. So, geht doch. Oh, guckt mal, wer da liegt. Hey, lass das. Mist, der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Gut, dann nehmen wir mal die Erde mit dem Schlüssel. Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Wie gut, dass hier Wasser läuft. Cool. Jetzt habe ich Matsch. Ich glaube, sowas Ähnliches gab es auch bei dem Spiel hier Baphomets Fluch. Auch tolles Spiel, wenn ihr es sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes.
Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Ach ja, der rosarote Panther. Genau, Baphomets Fluch. Auch ein sehr schönes, ist eigentlich auch so eine Art Point-and-Click-Adventure. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass neben S Baphomets Fluch auch mitverantwortlich ist, dass ich keine Clowns mag. Ja, könnte sein. Clowns sind gruselig. Wohlgemerkt, der Original S, nicht die Neuverfilmung, die ich auch nicht schlecht finde. Aber tut mir leid, Tim Curry ist Pennywise. Der ist einfach super als Pennywise. Keine Frage. Ein richtiges Inferno. Genau, und da wollen wir jetzt was drin brennen. Was sagt eigentlich hier? Was fange ich jetzt mit dir an? Vielleicht brennst du mich und benutzt mich als Form für eine Replik des Generalschlüssels. Praktisch. Das ist zumindest besser als die Idee mit dem Türstopper. So, dann machen wir erstmal die Form. Okay. Und weil das heiß ist, nehmen wir natürlich die Topflappen. Das sollte klappen. Und dann packen wir die Goldmünze in den Topf. Es ist schön, dass sie das auch einfach so... Okay. Das sollte klappen. So, jetzt haben wir hier... Ah, damit möchte ich noch mal reden. Kinder, das Essen ist fertig. Noch nicht, Fati. Es ist noch früh. Morgenstund hat... Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot geparkt. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihrem Balkon. Vielen Dank. Ich muss noch mal überprüfen, ob das meine IP-Adresse ist. Ich glaube nicht, weil das wäre zu viel für das Spiel, das Original rauszufinden. Aber ich checke das noch mal. und mit der Form rede ich auch noch mal. Wie fühlst du dich, Form? Sehr gut, ich bin in Bestform. Na dann, ich brauche dringend einen neuen Partner. Ja, neuer Partner. So, also, jetzt füllen wir aber diesen Topf. Ich muss gerade irgendwie an Game of Thrones denken. Mit der Form. Okay. So. Lord Schlüssel, rise! Lord Schlüssel glüht noch. Ich sollte wohl erst für Abkühlung sorgen. Gut, wie kann man Lord Schlüssel abkühlen? Am besten mit... Richtig, Wasser. Also, gehen wir wieder hoch zum Klo, auf dem Blase hockt. Ich habe nämlich keine Lust, mit dem Wäscheliftsystem zu fahren. Und wieder nach oben. Naja, man muss halt viel durch die Gegend laufen. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Jetzt reden wir nochmal. Lord Schlüssel, rise! Lord Schlüssel ist wohl taub. Ich muss einen anderen Weg finden, ihn zu wecken. Wie kann man Lord Schlüssel besser wecken als mit einem Poloschläger? Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Yippie! Ich hab's geschafft! Mein eigener Generalschlüssel. Wuhu! Jetzt reden wir nochmal mit Lord Schlüssel. Mein eigener Generalschlüssel.
Was stelle ich nur mit dir an? Wir könnten ein aufschlussreiches Essay verfassen. Wir könnten dir auch das Schlüsselbein brechen. Okay, machen wir erstmal hier die ganzen Gitter auf. Dann müssen wir nicht mehr mit dem nervigen Wäscheliftsystem fahren. Ja. Sehr schön. Und auch das bleibt natürlich wieder unbemerkt. Ja. So, dann sind wir hier an der Ausgangstür angekommen. Die heben wir uns für die nächste Folge auf, natürlich. Cliffhanger. Und dann schauen wir uns draußen ein bisschen um, was es da so gibt. Ich freue mich über Kommentare. Ich bemühe mich auch, die möglichst zu beantworten. Klappt nicht immer, seid mir nicht böse. Ansonsten schaut doch mal in die anderen Videos vom Heinrich rein. Vielleicht auch in die Videos von Heinrich und mir. Ansonsten liken, abonnieren, wenn noch nicht passiert. Und so weiter. Ihr kennt das. Bleibt gesund. Ciao.